Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount-Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich endlich um das Kram-Mount. Das hat jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, denn für ein Achievement, für das Meta-Achievement wiederum, brauchen wir 13 Wochen. Also sprich, wenn ihr da noch gar nichts gemacht habt, werdet ihr ein bisschen brauchen, bis ihr das Mount spielen könnt. Wir wollen uns jetzt die einzelnen Erfolge anschauen und ich werde euch dazu ein bisschen was erklären. Kleiner Disclaimer am Anfang. Ich werde nicht auf jeden vom Unterpunkt eingehen. Ich habe nämlich zu vielen von den Achievements schon eigene Videos gemacht. Und da ich das Video hier nicht für 4 Stunden lang machen will, versuchen wir das ein bisschen als gröberen Überblick zu sehen. Also sprich, ich versuche jetzt nicht so ganz tief in die Tiefe zu gehen. Aber ich werde euch einmal meine Playlist verlinken, wo dann dementsprechend die Achievements noch mehr im Detail erklärt werden, falls das nötig sein sollte für euch, weil ihr nochmal irgendwo Unklarheiten habt. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Als erstes scrollen wir mal ein bisschen hin. Das ist das schicke Mount, was wir uns spielen wollen. Ein, ja, einzigartiges Modell hier. Und ihr seht schon, ich schaue hier an die Seite, denn das Krabben-Mount läuft auch tatsächlich seitwärts, wie ihr seht. Also wie man das bei Krabben kennt, rennen die so, oder rennen eigentlich weniger, aber krabbeln die so seitwärts. Und das ist bei dem auch so. Und das Mount Special ist auch relativ cool. Das werden wir uns jetzt aber unten angucken, auf einem sandigen Boden. Denn da wirkt es dann auch ein bisschen cooler. Zum Beispiel hier jetzt, da auf der Straße, da haben wir so einen sandigen Boden. Wenn wir jetzt das Mount Special einsetzen, dann vergräbt sich die Krabbe hier so ein bisschen. Und ihr seht, es bleibt im Endeffekt nur noch hier die Kiste oder diese Schatzkiste über und dann, ja, hockt man dann quasi direkt auf dem Grund. Ist eine ganz coole Geschichte und mal ein einzigartiges Mount Special. So, dann steigen wir mit den Erfolgen ein. Und zwar heißt das Achievement, das wir brauchen, Unterwasser Usurpator. Und für dieses brauchen wir eine Menge an Erfolge. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, wir brauchen unter anderem bei einem Erfolg ein bisschen länger, beziehungsweise es gibt ein paar Erfolge, die ein bisschen länger dauern. Aber der längste Erfolg ist der mit Madivas Labor und da muss man halt 13 Wochen lang einen Boss umklopfen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt aber nach der Reihe und schauen uns mal das erste Achievement an. Das schimpft sich Tour durch Tiefenhain, Tour durch die Tiefen, so nicht Tiefenhain, also einfach nur durch die Tiefen und dafür müssen wir ein paar Unterpunkte abschließen. Das sind relativ banale Geschichten, schließt eine Abgesandten-Quest bei hier Verbündeten in Nasjatar ab, das sind bei der Allianz. Sind das hier quasi die Ankuana bzw. die Horde, die Entfesselten. Das ist einfach die abgesandte Quest oder Emissary im Englischen, die ihr hier schon kennt. Wenn da die richtige ist, eine abschließen und ihr habt es. Ihr werdet von denen noch mehr brauchen, denn wir müssen natürlich auch noch Ruf haben. Deswegen nehmt ihr das eh mit. Dann gibt es ein Ding, besiegt einen Worldboss in Nasjatar. Ist auch eine easy Geschichte. Es gibt zwei Worldbosse, einer spawnt hier unten und einer spawnt hier oben. Ist es immer nur einer da und es ist auch eine World Quest, also ihr seht es. Das sind so die Baseline-Sachen, die ihr auf jeden Fall mitnehmt in dem ganzen Lauf. Dann erfahrt mehr über den Seherstein Nasjatar. Das ist eine Quest, die ihr bei der Allianz quasi im Allianzlager bekommt, bei der Horde im Hordenlager. Da müsst ihr einmal ein bisschen rumlaufen und auf der Karte markierte Punkte mit dem Seherstein aufdecken. Dann könnt ihr so ein Schatzkisten looten und diese Seersteine werden wir später noch für andere Achievements brauchen. Aber das ist quasi so die Intro-Quest wie diese Seersteine. Sollte auch kein Problem sein. Dann müssen wir einen Champion von Ashara besiegen. Das sind verschiedene Mobs, die als Champions ausgeschildert sind. Die brauchen wir immer für World Quest bzw. es gibt auch Dailies in Nasjatar in eurem Fraktionsgebäude bzw. euer Fraktionslager. Und da müsst ihr eh die Champions töten, wenn ihr die immer mitnehmt. Habt ihr das relativ schnell. Dann müssen wir einen Verbündeten auf Stufe 5 bringen. Ich denke mal, das müssten die meisten schon kennen. Man kann sich jeden Tag einen Champion in seinem Lager aussuchen und diesen Champion auch leveln. Man kann prinzipiell den Champion, hier haben wir zum Beispiel die Quest gerade, ich kann den jetzt hier auswählen, zum Beispiel diesen hier rekrutieren. Ich habe den heute schon rekrutiert, aber habe ihn heimgeschickt, weil er mich genervt hat. Und dann kriegt man quasi 3 Dailies. 1, 2, 3, seht ihr jetzt hier auf der Karte. Wenn wir die machen, gibt es pro Daily 100 Ruf und zusätzlich, wenn ihr alle 3 gemacht habt, steigt ein Level auf, denn ihr braucht 300 Ruf für ein Level und da müssen wir einen auf 5 bringen, heißt 5 Tage lang diese Dailies hier machen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Ruf zu steigern bei den Anhängern, da werde ich aber später bei einem anderen Achievement quasi drauf eingehen. Dann müssen wir eine Schöpfung von Madivas Labor töten. Das ist eigentlich auch eine relativ einfache Geschichte. Und zwar Madivas Labor haben wir hier unten. Hier müsste es irgendwo sein.
Und dort ist es erstmal so, dass ihr, wenn ihr am Anfang hier Rares tötet, irgendwann mal einen Questgegenstand bekommt, den ihr in Medivas Labor abgeben müsst. Dann ist es so, dass es verschiedene Essenzen gibt. Und zwar hier diese Geschichten, Vulkanstein gibt es, seltsam mineralisiertes Wasser und noch irgendein drittes gibt es, das ich jetzt gerade nicht dabei habe. Die kriegt ihr hier in Nasjatha von allen möglichen Mobs zuhauf, nachgeschmissen, kosten im Auktionshaus auch nichts. Ihr seht hier, der Händlerpreis ist 10 Silber und im Auktionshaus kosten die 16 Silber. Und die kann man verwenden, um so Pylonen quasi zu aktivieren in Medivas Labor unten. Und wenn ihr diese Pylonen aktiviert, kommt es quasi auf die Kombi an, welche Pylonen ihr aktiviert. Und dann kommen dementsprechend Bosse und ihr müsst einen Boss töten. Heißt, Medivas Labor freischalten, indem ihr einfach hier ein paar Rares umhaut in Nasjatha. Und sobald ihr es freigeschalten habt, könnt ihr Bosse beschwören und einen müsst ihr töten. Ihr braucht später ein paar mehr Bosse noch, beziehungsweise müsst ihr jeden verschiedenen töten für ein anderes Achievement. Werden wir uns aber dann im Detail noch angucken. Und jetzt schauen wir erstmal nochmal einmal zu Medivas Labor, dass ich euch nichts Falsches sage. Ich bin mir da immer ein bisschen unsicher, wo da die Höhle genau ist. Deswegen fliegen wir es jetzt einmal ab, dass ihr nichts Falsches gesagt kriegt. Und da bin ich auch schon richtig geflogen. Also hier sind wir bei den Koordinaten 60, 30, hier unten. Da war ich sogar richtig. Und ihr seht, hier können wir rein. Und sobald man das einmal gemacht hat, kann man hier in dem Buch jede Woche quasi ein Daily annehmen. Und das sind diese besagten Pylonen. Man kann dann immer einen kleinen und einen großen aktivieren. Und da kommen dann die Bosse. Und da abgeben kann man es quasi hier in dem Ding, dass der Boss beschworen wird. Mehr ist es eigentlich nicht. Genau. Und das Letzte, was wir für das erste Achievement machen müssen, ist, findet Mörgel und steht ihm bei. Das ist eine relativ einfache Sache. Sowohl bei der Allianz als auch bei der Horde ist es so, dass der Mörgel irgendwo hier unten in dem Lager rumsteht, an dem Weg hier, und ihr müsst ihn anquatschen, kriegt eine Quest und begleitet ihn einfach ins Lager, einmal bei der Allianz so rum und bei der Horde quasi so rum ins Lager. Mehr ist es nicht, sobald ihr den einmal in eurem Lager habt, ist es ein NPC, den ihr anquatschen könnt, und bei dem könnt ihr jeden Tag verschiedene Items kaufen und mit diesen Items, manchmal sind es Ruftokens, es gibt einen Mount und verschiedene andere Geschichten. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man den im Lager hat. Da gibt es so ein kleines Murloc Trade Game. Habe ich auch schon ein Video zu gebastelt. Und dadurch, an dem hängen auch ein, zwei andere Achievements mit dran. Genau. Aber für diesen Unterpunkt muss man einfach nur ins Lager begleiten. Das ist eine Sache von einer Minute. So, dann haben wir das erste Achievement abgehandelt. Keine Angst, die anderen werden jetzt ein bisschen schneller. Und zwar nur Rares ist Wahres. Das ist das zweite Achievement. Und dafür müssen wir alle Rare Mobs in Nasjatha unboxen. Ist ein Haufen Arbeit. Die 90% der Rare Mobs sind relativ leicht. Man muss wissen, die Rare Mobs in Nasjatha sind eigentlich immer da, bis auf ein paar Ausnahmen. Und ihr seht, ich habe hier zum Beispiel ein Add-on und dieses Add-on zeigt mir die ganzen Positionen von den Rare Mobs an. Wir werden jetzt über ein paar Rare Mobs reden, nicht über alle, weil wie gesagt, die allermeisten kann man einfach hier abfliegen. Töten muss vielleicht ein bisschen warten, manche haben eine halbe, dreiviertel Stunde Respawn-Zeit, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer, aber prinzipiell kann man sie fast alle so bekommen. Was habe ich jetzt hier für ein Add-on? Und zwar zeigt mir dieses Add-on diese Punkte an und wenn ihr einen Rare-Mob getötet habt am Tag, dann würden die abgehakt mit einem grünen Haken quasi, also sprich, wenn ihr alles an einem Tag macht, könnt ihr da relativ gut checken, was habe ich gemacht, was habe ich noch offen. Wie heißt jetzt dieses Add-on? Da schauen wir jetzt einmal nach und zwar müsste es Tomcat Tours sein und dann braucht ihr noch ein Unter-Addon quasi für Nasjatha. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau hier. Tomcat Tours heißt das Addon. Und dann braucht ihr natürlich Tomcat Tours Nasjatha. Das gibt es auch für Mechagon oder auch für andere Geschichten. Gibt da natürlich viele andere Addons, die ähnliche Sachen machen. Ich würde euch empfehlen, nur eins von diesen Addons runterzuladen, sonst ist eure Karte voll, so wie es bei mir bei manchen Twinks ist, weil ich da mehrere Addons habe. Genau. Über welche Mobs wollen wir jetzt sprechen? Und zwar gibt es drei Hydras, die hier unten sind. Und davon ist immer nur eine an einem Tag da, also sprich, die braucht ihr nicht zu Tode campen. Da ist, wenn dann hier Vynara da oder Zodia oder Gartnix oder wie die heißt, also sprich, von den drei Hydras ist immer nur eine da. Dann über den König Gaklua können wir sprechen, da müsst ihr einen Haufen Murlocs töten, bis er ein paar Mal einen Dialog von sich stößt und dann taucht er auf. Dann können wir über die drei Baumbosse sprechen, Urdu, dann Oronu, so heißt er. Jetzt wird schwierig. Anima. Und der letzte ist Tangwurz. Das sind alles drei so größere Bäume. Und die muss man alle über verschiedene Sachen beschwören. Das sind nämlich Bäume, die man nicht anvisieren kann,
sondern erst wenn man bestimmte Aktionen wirkt, werden sie anvisierbar und man kann sie quasi unboxen. Und die droppen auch alle diese Ruf-Tokens, die praktisch sind, um die Anhänger zu leveln, beziehungsweise den Ruf bei eurer normalen Fraktion, hier in Nasjata, also in Fesselten oder Ankuana. Dazu habe ich aber auch schon mal ein extra Video gemacht, kurz zur Erläuterung. Hier müsst ihr einen anderen Baum draufziehen und ihn quasi vor ihm töten, dann wird er angreifbar. Hier müsst ihr ein Pet rausholen, das ihr irgendwo hier bei so einem Händler kaufen könnt. Hier müsst ihr einen großen Rochen hinziehen, der einmal hier oben in der Luft fliegt. Den muss man quasi aus der Luft rausschießen und hinziehen und hier drauf töten. Der Rochen hat 12 Millionen Life, also das ist ein bisschen eine knackigere Angelegenheit. Und hier muss man mit so einem Stein, mit so einem Kristallprisma eine Schlammschnecke quasi übernehmen und sie hier hinziehen. Wie gesagt, in der Infobox beziehungsweise oben im i habe ich euch die Videos verlinkt, wo das nochmal genau gezeigt wird, falls euch das unklar ist. Genau, dann können wir nochmal über einen anderen Rare sprechen, und zwar gibt es den Rudelvater und die Rudelmutter. Die Rudelmutter, die ist einfach hier unten, und der Rudelvater, der ist einfach ein paar Meter weiter hinten und der spawnt alle 15, 20 Mal, wenn man die Rudelmutter umgehauen hat. Also eine relativ lowe Chance hat er. Das war einer der letzten, die mir noch gefehlt hat. Heißt, man muss relativ oft die Rudelmutter töten, die halt auch eine halbe, dreiviertel Stunde Respawn-Zeit hat, bis der Rudelvater da hinten mal spawnt. Das ist auch ein bisschen eine beschissenere Angelegenheit. Dann gibt es noch einen relativ beschissenen Ram-Mob, und zwar heißt der Stimme in den Tiefen. Dafür muss man so einen Krebspanzer nehmen und in ein Haus rein mit so einem Stein fahren, dann wird der Stein hochgejagt und quasi die Stimme der Tiefen kommt raus. Übrigens, auch diese Sachen sind alle in dieser Playlist mit drin. Ich erkläre das jetzt nur so schnell, weil ich das eh schon mal aufgenommen hatte und ihr das angucken könnt, falls euch das unklar ist. Und dann haben wir noch Gezeitenlord Aquatus. Da sind drei so Casterinnen, wo er hier auf der Map eingezeigt wird. Die muss man unboxen. Wenn ihr die unboxt, dann wird so ein Ele beschworen und zu einer relativ kleinen Chance ist es halt der Rare Mob, und sonst habt ihr immer nur so Mist-Eles, die nichts bringen, ja. Und ja, dann gibt es noch viele andere, die ein bisschen beschissener sind, wie Lautlos, der eine relativ lange Spawn-Zeit hat. Und ja, beispielsweise eine Pflanze, die muss man mit so einem kleinen Event beschwören, wo man das Fliegen füttern muss. Das ist aber nicht der Stress, das wird durch eine Quest gezeigt. Und dann gibt es noch hier diese Alganen. Und die sind ein bisschen beschissen. Jetzt muss ich mal gucken, wo der genau, ich glaube, dieser Felskrautschlupfer oder wie der heißt, genau, der ist ein bisschen beschissener. Der spawnt nur, wenn man ewig viele Algane in der ganzen, quasi im ganzen Gebiet umhaut, und dann spawnt er auf einer Posi, wo ein Algan spawnen kann. Heißt, das sollte man am besten mit einem Schlachtzug machen, dass man sie über das ganze Gebiet verteilt, diese Algane umhaut. Also das sind diese, ja, die heißen alle Algane, das sind diese hässlichen Schlammviecher, die rumlaufen. Und wenn ihr die umboxt, kann er halt irgendwo spawnen und dann sollte man halt verteilt sein. Nicht, dass ihr hinten die Algane tötet. Hier wurde auch einer gekillt, der spawnt da, irgendeine andere Leute hauen ihn um und ihr habt stundenlang umsonst das gemacht, weil das kann teilweise relativ lang dauern, bis er spawnt. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, holt euch das Add-on und schaut in die Playlist rein, wenn euch einige Rares unklar sind. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Achievement an, und zwar Arkanhamstern. Und jetzt wird es hier auch wieder ein bisschen beschissener, und zwar sind es insgesamt 20 Arkane-Truhen und 8 leuchtende Arkane-Truhen, die wir besorgen müssen. Ist jetzt nicht so krass. Die Arkane-Truhen sind meistens nur so die Truhen, die man aufmachen muss, looten kann, und die leuchtenden Arkane-Truhen, da muss man immer so kleine Minispiele aufspielen. Da sind welche dabei, die ziemlich beschissen sind. Auch da hatte ich schon, auch dazu hatte ich schon ein Video gebastelt, wo die meisten Truhen sind, beziehungsweise wie diese Spielchen gehen. Schaut da bitte einmal, wie gesagt, in die Playlist rein. Ich kann jetzt aber nochmal hier euch was zeigen. Es gibt hier auf WoW Head bei dem Achievement, das hat ein Makro gelinkt, da braucht ihr zwei Addons für, einmal TomTom und Paste. Und damit könnt ihr quasi die Koordinaten aller Truhen einsehen, also quasi die auf die Map euch pinnen, diese Koordinaten. Und zusätzlich ist es auch so, dass euch das nicht nur die Koordinaten der Truhen bringt, sondern wenn ihr die Truhe schon abgeschlossen habt
euch die nicht anzeigt. Warum ist es sinnvoll? Die meisten von den Truhen liegen offen rum und wenn ihr questet oder normal hier rumgelaufen seid, habt ihr schon viele Truhen. Und dann sucht ihr ewig eine Truhe, die ihr vielleicht schon aufgesammelt habt, weil die werden hier nicht differenziert, welche ihr schon habt, sondern da steht einfach 16 von 20 drin und dann sucht ihr ewig diese Kisten und das ist ein bisschen ein Schmarrn. Deswegen die beiden Addons holen, einmal das reinkopieren und dann wird euch das gut angezeigt. Wie gesagt, ich habe da ein Video auch zu gemacht. Wenn euch das unklar ist, schaut da am besten noch einmal rein. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten weiter. Jetzt haben wir, denke ich mal, die größeren Dinge abgehandelt. Kampf der Kaulquappen, das ist ein relativ leichtes Achievement. Und zwar, wir müssen einmal 100 Kaulquappen verscheuchen. Und dazu müsst ihr einfach hier in das Lager von diesen roten Murlocs reinfliegen. Und da in dem Lager sind Murlocs, die wir anklicken können. Ja? Und wenn wir mit denen interagieren, dann scheuche ich mir quasi die Kinder weg. Ist zwar nicht sonderlich nett, aber dann geht quasi unser Credit für das Achievement hoch. Heißt, hier drin gibt es diese Murloc-Kaulquappen. Und ja, mehr ist es im Endeffekt auch nicht. Ja? Jetzt sind hier gerade bloß alle weg, wie ich sehe. Und der König ist gespawnt. Also da hat anscheinend jemand gerade schon einen Haufen Kaulquappen hier getötet. Also hier in dem Lager die Kaulquappen verscheuchen. Und dann kriegt ihr dementsprechend das Achievement. Dann schauen wir einmal weiter. Und zwar, was haben wir als nächstes? Hier, das mit den Sehersteinen. Hellseherwürdigkeiten. Und für dieses müssen wir einmal 100 Schätze mit diesen Sehersteinen finden. Die Sehersteine hatte ich ja schon erwähnt. Gibt es am Anfang eine Quest, da bekommt ihr ein paar. Und diese droppen auch relativ häufig über Rares und andere Geschichten. Wenn man die nicht regelmäßig einsetzt, dann müllen die einem das Inventar zu. Ich habe die irgendwann mal alle auf die Bank gepackt und das mit einem Rutsch durchgebastelt. Die zu sparen macht auch Sinn. Und zwar setzt ihr am besten hier in dem Gebiet diesen Seherstein ein. Ihr müsst dann nämlich ein bisschen rumfliegen. Und wenn ihr über so einer unsichtbaren Kiste seid, dann kriegt ihr einen Extra-Button, den könnt ihr drücken. Und dann könnt ihr die Kiste quasi sichtbar machen und öffnen. Und hier sind relativ viele in dem Bereich. Dann gibt es auch verschiedene Buffs, dass ihr einen Speed-Buff kriegt, dass ihr einen Buff kriegt, dass ihr verstohlen seid, dass euch die Mobs nicht mehr angreifen können. Und es gibt dann auch einen Buff, dass ihr die Kisten auf der Map seht. Und dann sind wirklich, wie so Ärzte, ganz, ganz viele Kisten auf der Map. Und dann könnt ihr sie leichter abfliegen. Ja. Empfehlenswert ist, das Ganze mit dem Druid zu machen. Da könnt ihr es nämlich aus dem Fliegen looten. Oder ihr holt euch mit einem Schmied diese Monolith-Steigbügler, wie die heißen. Damit könnt ihr sie mit jeder Klasse quasi von der Luft aus aufmachen. Und dann seid ihr wesentlich schneller, weil wenn ihr zwischendrin in den Kampf kommt, ist kacke. Die Sehersteine gehen nämlich, glaube ich, nur 5 Minuten. Also ihr müsst in einer relativ kurzen Zeit viele Steine oder viele Kisten aufmachen und dementsprechend wollt ihr möglichst da drüber fliegen und nicht mit jedem Mob zwischendrin kämpfen müssen. Ist ein ziemlich einfaches Achievement. Ein paar Sehersteine zusammensammelt und dann kriegt das eigentlich relativ schnell zusammen. Wie gesagt, auch dazu habe ich ein Video gemacht. Dann kommen wir zum nächsten Achievement und zwar heißt es Zurück in die Tiefe. Und für dieses müssen wir 100 Mal das Szenario Gerufen aus der Tiefe abschließen. Ne, nicht 100 Mal, sondern 10 Mal ist es nur, zum Glück. Und dieses Szenario spawnt an verschiedenen Stellen. Ich meine hier unten und hier, glaube ich, war es. Kann es spawnen. Und das spawnt immer zu einer fixen Zeit. Ihr wisst ja, die Schlacht, die kommt immer um 12 Uhr, um 3 Uhr, um 6 Uhr, um 9 Uhr und so weiter, ne? Also alle 3 Stunden. Und auch dieses Szenario ist alle 3 Stunden, aber um eine Stunde versetzt, heißt, das spawnt um 1 Uhr, um 4 Uhr und dann dementsprechend immer so weiter. Und dann um 7, ne? Denkt mal, den Rest könnt ihr euch selber weiterzählen. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Einfach nur immer um die Uhrzeiten dran sein, das Szenario mitspielen. Da ist es quasi so, dass ihr erst eine Mobwelle töten müsst von Naga und dann kommt ein Boss. Den Boss haut ihr um, Szenario fertig, gibt glaube ich 150 Ruf, Sache gegessen, 10-mal machen, easy. Ja, das ist kein großer Stress. Dann schauen wir uns das nächste Achievement an, Erkunden Nasjatar. Ich glaube mal, dazu muss ich jetzt nicht sonderlich viel sagen. Ihr fliegt halt hier einmal im Kreis rum und erkundet halt Nasjatar, ne? Also mehr ist es nicht. Dann gehen wir aufs nächste Achievement. Hierfür müssen wir 30 Daily Quests machen in Nasjatar. Das ist relativ simpel. Einfach hier mal im Lager die täglichen Quests annehmen und dann dementsprechend diese erledigen. Denke ich mal, brauchen wir auch nicht viel mehr zu sagen. Ist relativ selbsterklärend. Das nächste wird dann wieder interessant. Gläserne Samtpfoten. Hierfür müssen wir 10 Kristallfiguren aufsammeln. Und zwar, das sind es anscheinend so Geschenke, die Ashara bekommen hat. Und diese Kristallfiguren, die sind ein bisschen tricky.
die sind teilweise in Höhlen drin und selbst wenn man die Koordinaten hat, die sind so winzig hinter irgendwelchen Blättern und Korallen versteckt, die sieht man echt richtig beschissen. Ja? Auch dazu habe ich ein Video gemacht, hab die alle abgeflogen und auch gezeigt, wo man genau wie die Kamera drehen muss, dass man sie anklicken kann, weil die sind echt ein bisschen mies. Also das kann ich euch hier in dem Fall empfehlen, da vielleicht mal reinzuschauen. Da habe ich sie alle gezeigt und auch, da gibt es auch einen Link zu den Koordinaten, wo sie genau sind. Also das geht quasi in Höhlen hier oben los, in jeder denklichen Höhle irgendwo unter Wasser, die man auch teilweise schwer findet, sind die drin. Da einfach mal in das Video reingucken, dann seid ihr, denke ich mal, auf dem besten Stand. Dann gucken wir in das nächste Achievement rein. Und zwar müssen wir hierfür alle Champions umboxen und seltene Gegner in Nasirta. Das sind wohlgemerkt keine Rare Mobs und nicht die Rare Mobs, die wir so auf der Map haben, sondern das sind quasi die Champions von Ashara, die immer nur dann da sind, wenn eine bestimmte World Quest da ist oder wenn eine bestimmte Daily aus dem Lager quasi ab ist. Heißt, ihr solltet, solange ihr das Achievement nicht habt, bestmöglich immer gucken, dass die World Quest töte jetzt einen Gegner, schauen, okay, ist der dabei, den ich brauche und die machen, beziehungsweise wenn ihr diese Kill Daily Quests habt, die auch immer mitmachen, sobald ihr die alle habt, müsst ihr sie theoretisch immer machen, außer ihr wollt natürlich den Ruf noch weiter hochpushen. Also dahingehend, das sind nicht die Rares, das sind extra Champions, die an Quests, also an Daily Quests oder World Quests gebunden sind. Dann gucken wir weiter. Aquatische Schnitzeljagd ist das nächste. Und zwar ist es auch schon wieder ein Meta-Achievement. Und dafür müssen wir nämlich auch wieder zwei Erfolge machen. Einmal müssen wir nautische Kampfausbildung machen. Und zwar müssen wir da 6000 Erfahrungen für unsere Anhänger sammeln. Und zusätzlich müssen wir nochmal hier drei Unter-Achievements basteln. Und das sind die Achievements für eure Anhänger. Heißt, ihr müsst jeden Anhänger auf 30 bringen. Das hatte ich ja vorher schon im Lager gezeigt. Dass man quasi einmal 300 Ruf durch die Dailies machen kann und auch nochmal einen Haufen andere Aktivitäten hat, um mehr Ruf für die Anhänger zu basteln. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht mit allen Quellen, wie man Anhängerruf generieren kann. So viel sei gesagt, was auf jeden Fall eine praktische Angelegenheit ist, jeden Tag diese drei Dailies zu machen. Dann gibt es hier zum Beispiel Ruf-Items. Ja, zufällig haben wir gerade einen bei dem Murloc-Händler, den ich ja vorhin schon erwähnt hatte, dass man den über dieses Trade, also ins Lager holen muss und dann hier dieses Trade-Game hat. Und dazu seht ihr, haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Item, das 75 Ruf für einen Anhänger bringt. Es gibt aber auch andere Items, wo man dann nochmal so einen Fisch von so einem Murloc hier unten aus der Höhle braucht, wo man, glaube ich, 150 für jeden Anhänger bekommt. Oder auch die Baumbosse, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn man die umhaut, gibt es halt einen Ruftoken, das auch nochmal 100 Ruf für jeden Anhänger bringt. Ja, und viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel können alle Rochen ein Item droppen, das, ich glaube, 50 Ruf bringt. Oder auch Krabben können ein Item droppen, das einem 50 bringt. Die würde ich aber nicht empfehlen, weil man sich da zu Tode farmt und die Dropchance nicht hoch ist. Was ich empfehlen kann, ist jeden Tag diese drei World Quests zu machen, die man bekommt, die Baumbosse einmal in der Woche umhauen und auf dem Murloc gucken, was der an Items verkauft und dann ist man gut dabei. Die anderen Sachen, die ich jetzt auch nochmal explizit in dem gesagten Video erwähne, das sind so Sachen, die man machen kann, wenn man wirklich auf Spitze treiben will, aber Zeit nutzen technisch sind die natürlich jetzt nicht so sinnig, meiner Meinung nach. Gut. Also hierfür stecken viele Achievements drunter, unter anderem, weil natürlich bei jedem 30er Achievement dann auch nochmal das 20er und das 10er drunter steckt. Also wenn ihr das hier macht, habt ihr schon einige Achievements angegangen. Dann schauen wir mal rein, was wir jetzt noch brauchen. Und zwar für eine Handvoll Mana-Perlen. Dafür müssen wir 1000 Mana-Perlen sammeln. Da solltet ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr die anderen Achievements macht, dann habt ihr das dreimal. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon 4.000, 5.000 Mana-Perlen mit dem Char gesammelt. Die Rares droppen, die die Quest bringen, die World Quest bringen, die verschiedene Events, die Schlacht bringt, die Emissary Bag bringt, die Mana-Perlen. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Quellen, um die zu kommen und explizit Mana-Perlen zu farmen. Nur fürs Achievement braucht ihr nicht. Das ist ein Abfallprodukt, das ihr quasi nebenbei kriegt. Obwohl ich erwähnen sollte, über die Mana-Perlen kann man sich sehr gute Items holen, die man auch im Raid anzieht, zum Beispiel auch ich selbst im Mythic Raid ziehe ich lieber die 425er mit Sockel-Items an, die Proc-Effekte drauf haben, als meine Mythic-Teile, die natürlich vom Item-Level höher sind, aber schlechter, ne? Plus als
als Randinformation, man kann sich natürlich auch Mounts, Pets und Toys für die Mana-Perlen kaufen. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch brauchen. Und zwar haben wir hier Mürgels Geheimvorrat. Und für Mürgels Geheimvorrat müssen wir einen blutroten Gezeitenhengst kaufen. Den bekommen wir hier für beim Mürgel halt. Und zwar als zweites Item. Und dieses zweite Item sehen wir, wenn wir einen Umhang anziehen. Und zwar gibt es einen Umhang, der quasi auch ein bentischer Umhang ist, den ihr beim Händler hier im Turm bekommt. Ich kann das euch auch mal kurz zeigen. Und zwar gehen wir hier rein. Hier den Händler, können uns hier einen Umhang kaufen und diese Umhänge können verschiedene Zusatzeffekte haben. Und zum Beispiel der Zusatzeffekt von dem Umhang, den ich mir gegambelt habe, ihr habt Zugriff auf die besonderen Vorräte der Murloc-Händler und nur mit diesem, mit diesem Umhang sehen wir dann ein zweites Item. Und ah, was ein Zufall, es ist sogar gerade der blutrote Gezeitenhengst. Der ist nicht so oft da, das rotiert random, was da drin ist. Es kann sein, dass der mal ein, zwei Monate nicht da ist. Deswegen, wenn der da ist, kauft den. Und dazu müsst ihr dieses Murloc Trade Game machen. Heißt, mit den verschiedenen Murlocs reden, verschiedene Waren hin und her tauschen. Und hier ist die besagte Epic-Teil, was wir von dem Händler hier unten in der Höhle bekommen, der relativ selten da ist. Zu diesen blutroten Gezeitenhengst habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht, wo ich dann auch erkläre, wie das mit der Weak-Aura funktioniert und wie das mit dem Trade-Game geht. Schaut da rein, wenn euch das noch unklar ist. Da wird es ein bisschen genauer erklärt, wird jetzt aber hier, denke ich mal, den Rahmen sprengen. Das nächste, was wir haben, ist Rätselfreunde. Und für Rätselfreunde müssen wir die ganzen verschiedenen Runenrätsel und Leylinien, Truhenrätsel quasi in Nasjatar lösen. Und das sind immer World-Quests. Ihr müsst am Anfang die einmal freischalten, durch eine kleine Questreihe-Geschichte und dann habt ihr hier World Quests, wo ihr diese Runen habt, die ihr in eine richtige Reihenfolge bringen müsst, also immer drei in der Reihe, dass sie dann quasi verschwinden und dieses Leylinien-Rätsel sind diese Geschichten, wo ihr diese Linien habt, wo die dann nicht sich kreuzen dürfen. Ne? Und da gibt es aber viele verschiedene, wie ihr hier seht. Und empfehlenswert ist es, die alle jeden Tag immer zu machen, zumindest diese, es sind meistens immer zwei Stück da, bis ihr hier das Achievement voll habt. Mich hat das 2,5 Monate gebraucht, obwohl ich immer wirklich jedes gemacht habe, weil es halt random ist, was da ist. Und dann kann es halt sein, dass das letzte, das euch fehlt, extrem selten ist und einfach nicht auftaucht. Auch dazu habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Da kann ich euch auch empfehlen, mal reinzugucken. Da erkläre ich das ein bisschen genauer, wie man die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen erkennt und man dann vielleicht sich ein bisschen den Flugweg sparen kann. Dann schauen wir mal weiter rein. Und zwar haben wir jetzt nur noch zwei. Anquana der Meeresklinge erreicht bei den Anquanern der Meeresklinge den Status Ehrfürchtig. Bei der Horde ist dann natürlich die Entfesselten. Brauche ich nicht viel zu sagen, wie man schnell ehrfürchtig wird. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Das war in dem Mount Guide drin. Ich sag mal so, wenn ihr die anderen Achievement-Sachen habt und nicht ehrfürchtig seid, dann fresse ich einen Besen, weil ich weiß nicht, wie man das hinkriegen will, diese ganzen anderen Achievement-Sachen zu machen. Ihr müsst ja alle Aktivitäten nachgehen und ich habe mittlerweile, glaube ich, schon fast 10 Paragon-Kisten erwirtschaftet, also 10 Mal nochmal 10.000 Extra-Ruf nach ehrfürchtig gefarmt und bin jetzt erst mit dem Achievement fertig. Also das sollte euer geringstes Problem sein. Wenn ihr aber sehr effizient den Ruf hochfarmen wollt, dann könnt ihr gerne noch in das Video, was ich euch auch verlinken werde, wie ihr schnell zum Fliegen kommt, reinschauen, da erkläre ich alle Ruftricks, auch solche Geschichten wie, dass man relativ viel Ruf über die Pet Battle World Quest bekommen kann und viele andere Geschichten wie die Baumbosse, die ihr ja sowieso umhauen wollt für den Anhängerruf. Genau. Und dann haben wir es jetzt fast geschafft und zwar haben wir jetzt noch eins versunkenen Abenteurer und dafür müsst ihr einfach die Questreihe hier durchspielen. Ich meine, wenn ihr respektvoll seid oder kurz vor respektvoll, kriegt ihr die letzte Quest und dementsprechend ist das ein sehr, sehr einfaches Achievement. Ihr seht, am 2.7. vor über 2 Monaten habe ich das abgeschlossen. Einfach die Questreihe durchspielen. Viele normale Quests gibt es in Nasjatar gar nicht. Das meiste sind ja wirklich World Quests, die ihr täglich abschließen könnt. Und wenn ihr das alles gebastelt habt, dann seid ihr soweit fertig, beziehungsweise eins habe ich jetzt vergessen, vielleicht absichtlich sogar, und zwar ist hier Inverito Eliminierung heißt das Achievement und dazu müsst ihr 13 Bosse umhauen und diese Bosse sind diese, die ihr in Madivas Labor habt und das hatte ich euch vorhin gezeigt mit diesen Kristallen und hier müsst ihr immer gucken,
dass ihr die einen anderen Boss beschwört. Blöd wäre es, wenn ihr zweimal den gleichen Boss beschwört und dann noch länger warten müsst, denn ihr könnt jeden Tag nur einen einzigen Boss beschwören. Und da kann ich euch zum Beispiel eine Seite zeigen, wo ich das immer geguckt habe. Und die werde ich euch dann auch verlinken. Da haben wir einmal das Labor von ihm und dementsprechend hier, wie die einzelnen Mobs heißen. Und zwar, ja, seht ihr, das war jetzt der letzte, den ich gemacht habe. Und dafür brauchen wir zum Beispiel den großen pyromatischen und kleinen lithischen. Ja? Und da müsst ihr halt immer gucken. Also, ihr habt ja vorhin gesehen, wo wir in dem Labor waren. Die kleinen sind natürlich die kleinen, die links sind. Die müsst ihr mal als erstes aktivieren. Zum Beispiel hier müsst ihr dann erst den kleinen lithischen aktivieren und dann könnt ihr noch den großen aktivieren und dann aktiviert ihr den großen pyromatischen, also sprich den roten. Und so habe ich das halt immer alles eins nach dem anderen runtergebastelt. Ihr sollt, also ihr müsst jetzt nicht auf der Seite gucken, ihr solltet bloß irgendwo euch das merken, welche ihr gemacht habt, beziehungsweise mit schiefen Abgleichen, dass ihr nicht zweimal den gleichen habt, weil dann müsst ihr halt eine komplette Woche länger warten. Das wäre sehr ärgerlich. Normalerweise mache ich das immer über WoW Head, aber die deutschen Namen sind dann schon besser, um auf Nummer sicher zu gehen, weil manche heißen ähnlich und wenn man es dann verwechselt, wäre es sehr, sehr ärgerlich. Genau. Heißt, das ist dann das letzte Achievement. Und ja, wie ihr seht, das war auch das letzte, das jetzt ich fertig bekommen habe, weil es halt das so ein Time Gate Geschichte ist mit dem Erfolg. Ja, dann wären wir durch mit dem kompletten Achievement. Sollte ich irgendwas vergessen haben, irgendwas Wichtiges, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, die genauere Erklärung gibt es dann in den jeweiligen Untervideos, die ich ja schon auch von teilweise von einer Weile gebastelt habe. Gut, damit wären wir dann durch mit dem kleinen Anführungszeichen Achievement Guide. Zu dem Mechagon Metamount mache ich auch nochmal einen Erfolgsguide. Da fehlt mir leider immer noch der letzte Spülbot und das, und ich möchte das Mount ganz gerne im Guide zeigen, deswegen warte ich da jetzt noch ein Stückchen. Aber zu den meisten Unterachievements habe ich da auch schon Videos gemacht und bald werde ich dir auch eine Playlist zusammenpacken, dann könnt ihr auch gerne schon mal reingucken für die ein oder anderen Tipps. Gut, das war's mit dem Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.